damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Oder wieder eingeschaltet habt, je nachdem, ob ihr live dabei seid. Also so in Echtzeit, von wegen wann ich es uploade und immer auf dem aktuellen Stand. Oder ob ihr es euch später anschaut und einfach hintereinander weg jede Folge suchtet. Naja, einfach nicht genug von mir kriegen könnt. Nein, Spaß. Okay, wir haben in der letzten Folge den schönen Traktor endlich bekommen. Haben den Anhänger abgeholt. Und das war es eigentlich schon fast. Das eine Gebüsch haben wir gefunden und ja, ansonsten sind wir größtenteils nur mit einem extrem langsamen Traktor durch die Weltgeschichte gefahren. Da hinten ist Grace, die scheint zu lächeln. Mal gucken, wir gehen mal zu ihr hin. Hallo Grace. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo Tante, brauchst du meine Hilfe? Ich muss dich etwas fragen. Ich muss los, einen schönen Tag noch. Wir fragen jetzt erstmal nicht, ob sie Hilfe braucht, weil wir haben ehrlich gesagt noch genügend zu tun. Ich würde sehr gerne zu Isaac. Und Moment, falsche Taste. Der war einmal hier oben, ne? Dort ist er. Wo haben wir denn unser... Oh nein, wir haben unser Auto dort stehen lassen. Das ist natürlich doof. Und was haben wir hier alles noch? Ach doch, wir können die Bushaltestelle tatsächlich benutzen. Was war das? Moment. Alte Maschine, alter Traktor. Klicke, um einzusteigen. Ach, geht das auch mit dem Auto? Ne, das ist zu weit weg. Schade. Oder doch, alter Pickup. Ja, das ist ja cool. Ey, das war gerade ein Zufall mit dem Traktor. Ich wollte eigentlich gar nicht klicken. Ich weiß nicht, wieso ich auf die dumme Maustaste gekommen bin. Aber hey, okay, dann brauchen wir gar nicht so weit immer laufen. Wir können uns zu unseren Autos hin teleportieren. Vielleicht können wir später noch ein Auto kaufen. Das lassen wir dann einfach. Oder wir kaufen ganz viele und lassen die überall stehen. Das geht ja hier nicht, oder? Nö. Also zu den Quests selber geht keine Schnellreise. Tatsächlich nur zu dem Auto. Ja, dann kaufen wir uns hier einfach einen ganzen Fuhrpark zusammen. Mit 30 Autos lassen die überall stehen und dann können wir uns die ganze Zeit hinterher teleportieren. Ist doch mal ein guter Plan, oder? Hier vor, Straße rechts hoch und dann nächste Abbiegung auch wieder rechts. Alles klar. Dann ging noch so ein kleiner Forstweg lang, aber ich traue mich nicht. Möchte mich nicht abschleppen lassen. Da hat meine Freundin was dagegen. Bleib stehen, ich kann nicht mehr bremsen, meine Bremse ist kaputt. Okay. Knapp, aber in Ordnung. Wir machen uns vielleicht nicht unbedingt den besten Namen bei den Nachbarn hier. Aber das ist mir sowieso egal, Hauptsache ich mache hier Geld ohne Ende. Und dann kann ich mir auch einfach falsche Freunde kaufen. Ich hoffe, dass es mittlerweile alles soweit in Ordnung ist mit den Soundeinstellungen. Ich habe tatsächlich immer mal wieder dann Sprache lauter und Musik leiser und weil ich immer nicht so ganz zufrieden war. Weil leider immer die Stimmen in manchen Situationen immer noch sehr, sehr leise sind. Also nicht meine, sondern die im Spiel. Und dass es ab und zu mal ruckelt, da kann ich leider nichts dran ändern. Neue Mission. In der Nähe gibt es ein Hotel und einen kleinen Laden. Vielleicht lohnt es sich, mit dem Besitzer zu sprechen. Wo sind wir denn? Hilf Isaac. Ach, und das ist gleich gegenüber. Ah, ich glaube, es wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn wir mit dem Traktor... Moment, neue Mission, Gipfel des Berges. Sprich mit dem Ladenbesitzer, vielleicht weiß er etwas, er scheint gut informiert zu sein. Ja, ich möchte jetzt erstmal zum Isaac. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, mit dem Traktor hochzufahren, weil wir ja schließlich hier noch einen Anhänger holen sollen. Mit Warnweste. Hallo. Hallo, kann ich helfen? Ich kam gerade vorbei und habe mich gefragt, ob du diesen Holzanhänger noch brauchst. Willst du ihn kaufen? Wenn du gut zahlst, verkaufe ich vielleicht. Leider nein, aber ich kann dafür arbeiten. Was meinst du? Gibt es etwas, das erledigt werden muss? Was für ein Zufall. Ich möchte wirklich, dass der Wald dort abgeholzt wird, alle Stämme zerteilt und dort hinter der Scheune abgelagert werden. Dann muss die Scheune selbst repariert werden. Wenn du das schaffst, gehört der Anhänger dir. Einverstanden. Ich bin dabei. Ja, sehr gut. Also ich habe mich... Was macht sie denn? Ich habe mich sehr dolle gefreut, dass es nicht um Reparatur, sondern um Abholzen ging. Und dann geht es doch noch um Reparatur. Schade. Naja, egal. Aber lasst uns erstmal abholzen. Sind wir hier jetzt im Gebiet? Ja, sind wir. Weil abholzen macht doch bis jetzt immer noch am meisten Spaß. Und schließlich sind wir ja ein Holzfäller. Also wollen wir natürlich auch Holz fällen. Und ich werde hier immer besser darin, wie man sieht. Nummer 1 und Nummer 2.
Ach, komplett voller Sägespäne und wir haben aber seit Tag 1 dasselbe Hemd an. Dass uns Leute überhaupt anbieten, dass wir für die arbeiten dürfen. Wir sehen zwar sehr nach Arbeit aus, aber wir riechen auch so. Sind das hier Büsche? Ja. Ach, nicht schon wieder Büsche. Da fände ich es schöner, wenn man die mit diesem Ingenieursblick auch richtig sehen würde. Wenn die gleich, also wenn die genauso gelb wären wie das andere oder grün oder rot oder wie auch immer. Aber dass man dann einen Busch einfach nicht sieht, das ist nicht so dolle. Zum Glück haben wir ihn dann doch noch gefunden. Stellt euch vor, wir würden 3 Folgen lang dieses Gebüsch suchen. Nein, dann hätte ich glaube ich schon aufgegeben. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen darauf achten, wo die hinfallen, die Bäume. Guckt mal hier, Holzfäller, also Baum gefällt und gleichzeitig Gebüsch, ne? Ich bin multitaskingfähig. Meine Kettensäge ist einfach so lang, dass ich hier alles gleichzeitig mache. Und auch den Baum haben wir gleich. Wie viel war es denn insgesamt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. 3 Bäume noch und 29 Büsche. Na gut, das geht ja noch. Das war doch, glaube ich, das letzte Mal mehr. Zumindest waren es, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, 64 Büsche oder etwas in die 60. Das sind nur Worte. Wir sollen ja dann allerdings die Stämme auch noch hinter die Scheune werfen, hat er gesagt. Und natürlich die Scheune noch reparieren. Aber das bedeutet ja höchstwahrscheinlich, dass wir trotzdem mit unserem Traktor erstmal hoch müssen. Oder er gönnt uns erstmal kurz seinen Traktor mit Holzanhänger. Ah, wir können uns ja zum Traktor zurückbeamen. Denn wir haben die Rufnummer von Scotty. Und dann können wir in aller Ruhe wieder hier hochfahren. Dauert nur ungefähr 7 Folgen lang, bis wir dann hier sind. Wie viel haben wir denn noch? 8 Büsche, 3 Bäume. Na, das sieht doch gut aus. Und ich habe hier eine blöde Fliege. Geh weg. Oh, jetzt hätten wir fast verkackt. Ich weiß nicht, ob dann einfach weniger Holz bei rausspringt. Ich habe so viele Fragen, aber ich möchte es alles nicht ausprobieren. Können wir Leute umfahren? Können wir vom Baum erschlagen werden? Was passiert, wenn wir das hier verkacken mit dem Baumsägen? Was ist, wenn ich Fisch und alkoholfreies Bier mische? Hassen mich die Menschen dann? Nein, ich weiß es einfach alles nicht. Mal schauen, ich möchte es nicht ausprobieren. Vielleicht mache ich mal einen zweiten Spielstand. Wo wir so ein kleines Mythbusters machen mit Lumberjacks Dynasty. Indem wir mal all die Sachen ausprobieren. Wäre doch eigentlich auch ganz witzig, oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf sowas hättet. Er wusste das vorher. Ich glaube nicht, dass es ein Baum noch, der steht gleich hier vorne. Und 2 Gebüsche noch. Uiuiui, jetzt hat es aber mal kurz einen kleinen Frame-Einbruch gegeben. Ich glaube, ich suche schon wieder dann ewig nach dem Gebüsch. Also eins sehe ich da hinten noch stehen. Das war das hier. Vielleicht sind es ja auch 2. Nö, war nur 1. Ach Mensch, immer so ein letztes Gebüsch. Das kann doch nicht sein, oder? Ich werde es niemandem sagen. Uiuiui, was ist denn jetzt gerade los? Ich hoffe, es ruckelt nicht so auf der Aufnahme. Ui. Guck mal, der hat sich selber entastet. Ist manchmal ganz komisch. Im Spiel läuft's flüssig und auf der Aufnahme ruckelt's. Und manchmal ruckelt's im Spiel und auf der Aufnahme ist alles flüssig. Also, das kann man einfach nicht verstehen. Bäume haben wir und ein Gebüsch noch. Was wir wieder nicht finden werden. Also das ist wirklich etwas doof gemacht. Oh, guck mal, die sind gar nicht mal so happy. Die sind dann wieder happy, sobald wir hier fertig sind. Ach hier, okay. Nee, ich nehme alles zurück. Diesmal war es meine Schuld. So, lagere die Stämme im angezeigten Bereich ab. Die Leute sagen eine Menge Dinge. Ja. Wie soll ich denn das machen ohne Anhänger? Da vorne haben wir einen. Müssen wir wahrscheinlich doch mit dem Traktor hier hoch. Und wir müssen die Stämme ja höchstwahrscheinlich noch klein machen, ne? Also entasten. Ich werde es niemandem sagen. Nee, und der hat keine. Ach nee, wir müssen den erstmal komplett entasten.
Na? Wir sollten einfach durchhalten. Jetzt aber. Und hier nochmal entasten. Nicht mein Problem. Ich habe das Gefühl, dass die fast alle über dasselbe Thema sprechen hier. Das überrascht mich nicht. Die sprechen halt immer nur so, glaubst du das wirklich? Und das glaube ich nicht. Und das, aber man hört immer nicht, was die zwischendurch sagen. Also die reden über nichts. Sagen einfach immer nur, glaubst du das wirklich? Nein, ach, sein Problem. Ich glaube, die haben alle einen Knall hier oben. Von der frischen Landluft bekommen. Niemanden kümmert es, was er sagt. Doch, es kümmert viele, was ich sage. Ich habe meine eigene Meinung. Siehst du, die steht hinter mir. Wir entasten den hier noch schnell, dann holen wir uns den Traktor. Wir müssen dann zwar nochmal zerteilen, aber ich möchte es immer ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Dass wir nicht die ganze Zeit nur dieselben Aufgaben machen, sondern immer mal was anderes. Deswegen holen wir jetzt erstmal den Traktor, fahren schnell hier hoch. Also, na, schnell war vielleicht gelogen. Und dann haben wir da natürlich das Problem, dass dann das Auto hier oben steht. Aber das ist nicht schlimm, weil wir können dann mit dem Anhänger, den wir bekommen, wieder hier runterfahren. Und dann beamen wir uns wieder zum Auto, können mit dem Hotelbesitzer sprechen. Und holen das Auto dann zurück. Alte Maschine, hier haben wir es. Und wieder da hoch. Was ist denn das für ein Forstweg hier? Also ist nicht wirklich ein Forstweg, ne? Macht schon mehr Sinn, hier rechts zu fahren. Okay. Also dann doch wieder so lang. Machen wir Tempomat an. Und fahren hier ganz entspannt wieder da hoch. Sehr gut. Wir haben tatsächlich, oder ich habe das Gefühl, dass wir bis jetzt noch gar nicht mal so viel mitbekommen haben vom Spiel. Wenn ich immer so die ganzen Tipps lese, die in den Ladebildschirm kommen, was man da noch am Ende für großen Handel machen kann und generell die Bretter verkaufen und trocknen lassen und verarbeiten und wir können sogar malern anscheinend, falls uns unsere Häuser nicht mehr gefallen. Da scheint wirklich noch sehr, sehr viel machbar zu sein im Spiel und wir stehen höchstwahrscheinlich gerade mal ganz am Anfang. Ich bin mal gespannt, wie lange das Let's Play gehen wird. Ich meine, es ist ein Simulator, effektiv könnten wir den wahrscheinlich ewig lang spielen. Aber es gibt dann auch immer einen Punkt, an dem es keinen Spaß mehr macht. Und wenn es ein gutes Spiel ist, dann kommt dieser erst sehr, sehr spät. So eine kleine Minimap fände ich trotzdem schön. Oder zumindest so, dass man die sich beim Fahren einblenden kann, dass der weiterfährt. Aber eventuell haben wir auch einfach in den nächsten Folgen die Karte dann schon so weit im Kopf, dass wir gar keine Karte mehr brauchen. Das wäre natürlich was Schönes. Und gleich geht's wieder rechts. Ich hoffe jetzt wirklich mal, dass der uns... Achso, haben wir jetzt unseren Anhänger noch dran? Ach nein! Das war richtig, richtig dumm. Aber wirklich so richtig dumm. Wir werden ja dann mit dem anderen Anhänger zurückfahren, den der gute Typ uns hier schenkt für die Arbeit. Also nicht schenkt, aber gibt für die Arbeit. Das heißt, wir müssen dann nochmal hier hoch mit dem Traktor, um den Hänger wieder abzuholen. Es tut mir leid, soweit habe ich einfach nicht gedacht gerade. Dadurch, dass wir auch in dieser Ansicht hier waren, hat man es nicht gesehen. Ich möchte aber trotzdem diese Ansicht behalten, die gefällt mir nämlich ganz gut. Wir haben es ja schon geschafft, so schlimm war es ja gar nicht. Weiß nicht, 2 Minuten... ungefähr. Oh ne, Moment. Hier drüben stand ja der Anhänger. Dann können wir gleich hier lang. Wir koppeln mal unseren hier ab. Und fahren hier mal rückwärts ran. Nö, wir können das Ding nicht anhängen. Das ist natürlich ganz großer Mist. Aber wie sollen wir denn dann die Stämme? War das jetzt komplett für umsonst, dass wir hier hochgefahren sind? So gut, den Traktor brauchen wir so oder so hier oben, aber lagere die Stämme im angezeigten Bereich ab.
Ach, jetzt sag nicht, dass wir die einzeln tragen können. Und das war Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Greife den Stamm in der Mitte. Ach, natürlich. Deine Verfassung hängt sowohl vom Essen als auch vom Schlafen ab. Behalte deine Verfassung im Auge und halte dich fit, damit du effektiver arbeiten kannst. Okay. Oh, jetzt kostet sie aber so richtig Nahrung. Das ist ja aber auch fies. Der hat so einen geilen Anhänger zum Bäume transportieren. Dann sollen wir für den arbeiten und Bäume transportieren. Und er gönnt uns den nicht. Lässt er das uns per Hand machen, also. Mann, Mann, Mann. Schweinerei. Hier waren anscheinend noch Äste. Ach, Baum, sei doch mal nett mit mir. Wo ist denn hier die Stelle? Ach nein, wir müssen auch noch Äste. Okay. Dann machen wir hier noch die Äste ab und hier Waldinfo, Größe 0,02 Hektar. Also wir können ja anscheinend wirklich sehr, sehr viele Waldgebiete kaufen. Da bin ich definitiv auch mal sehr gespannt, wie viel Fläche wir am Ende für uns hier einnehmen können. Dann gehört uns wahrscheinlich alles. Dann fällt wahrscheinlich aus Versehen mal der Bürgermeister beim Nachtangeln in den See und ertrinkt und wir werden der neue Bürgermeister. Das wären noch gute Aussichten. Und wir teilen und teilen. Ja, teilen muss man. Das ist ganz wichtig. Stamm aufnehmen und laufen. Oh, wie aber auch damit hin und her wedelt oben. Uhu. Sieht ja witzig aus, wie es noch so nachpendelt. Dann macht jetzt auf jeden Fall auch langsam die Nahrung Sinn, weil bis jetzt haben wir sie ja nicht wirklich gebraucht. Erinnere mich bloß nicht daran. Aber wenn die hier natürlich beim Arbeiten dann so schnell sinkt, finde ich auch cool gemacht, dass es auch direkt dabei angezeigt wird. Kannst du das glauben? Dass wir uns auch nicht überarbeiten und dann mit Burnout hier traurig mit depressiven Gedanken in unserer schönen Hütte sitzen. Da hat das Spiel mitgedacht. Deswegen wird uns angezeigt, wann wir eine Pause machen sollten. Das ist doch was Schönes. Du weißt, dass er zu viel redet. Muss mal ganz kurz gucken. Die Werkzeuge konnten wir auf Tasten legen, genau. F1, alles klar. Nein, ich scroll halt jedes Mal durch und guck, wann wir endlich die Kettensäge in der Hand haben. Aber wenn ich jetzt weiß, dass die auf F1 liegt, dann können wir die doch auch schneller in die Hand nehmen. Ich hoffe bloß, dass das kein Hotkey in meinem Aufnahmeprogramm ist. Aber aufnehmen tut es zumindest noch. Dann ist alles gut. Hatte ich nämlich auch schon in Spielen. Taste F9 für welche Einstellung auch immer gedrückt. Das ist einfach so typisch. Und dann gucke ich am Ende und dann hat es genau in dem Moment die Aufnahme beendet, weil F9 Hotkey für Aufnahme war. Richtig, richtig schlecht. Er kann es einfach. Zum Glück habe ich immer mehrere Spielstände, sodass ich jederzeit zurückgehen kann, falls doch mal was an der Aufnahme nicht so ist, wie ich es mir wünsche. Beziehungsweise es vielleicht einfach den Ton nicht aufnimmt, weil es Technik ist und die Technik sich manchmal einfach nur denkt, nö, heute nicht, wir ärgern den. Wir lassen den jetzt eine Stunde lang aufnehmen und schöne Sachen erzählen und erst nach der Stunde guckt er sich die Aufnahmen an und merkt, dass es alles komplett für umsonst war. Ja, ist auch schon oft genug passiert und ich denke, jeder andere Let's Player kann mir da völlig zustimmen. Dass man so gut wie möglich alles kontrollieren kann. Aber solche Dinge sind einfach nicht vermeidbar. Vor allem nicht am Anfang, wenn man das Ganze noch nicht so lange macht. Das weiß doch jeder. So, dann lasst uns mal den hier noch zerteilen. Dann bringen wir den weg. Und dann wird es leider schon wieder Zeit, euch auf morgen zu vertrösten. Einer muss es einfach machen. Denn wir haben die 20 Minuten gerade eben geknackt. Aber wir machen noch ganz schnell diesen Baum hier. Wenn man jetzt einmal zerteilt haben. Können wir zwei aufnehmen? Nee, ne? Nein, der ist ja schon ganz schön muskelbepackt, der Typ, aber... Nee, schafft er nicht. Schade, schade, schade.
Gut, 71 Nahrung, also es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, mit 79 haben wir gestartet. Als wir angefangen haben, hier die Bäume zu transportieren. Haben wir jetzt 9 verloren, aber haben auch schon 8 Stämme, glaube ich, weggebracht. Also alles gut. Dann den jetzt noch schnell hier hingeworfen. Und dann verabschiede ich mich erstmal. Morgen 20 Uhr geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an der Geschichte hier wie ich. Bin mal gespannt, was in den nächsten Folgen alles noch passieren wird und wie krass wir Holzfäller mäßig unterwegs sein werden. Und dann macht's gut, bis morgen.